Wenn ich das machen würde, müsste ich tausende Wohnungen in Wien einen Abschlag rechnen, weil die Wiener derzeit gar keine Alternative hätten, das Haus außer mit Gas zu beheizen. Und das ist nicht möglich. Am Lande vielleicht, ja, wenn da ein Einfamilienhaus, altes Einfamilienhaus mit Gas beheizt wird, dann ist das Abschlag sowieso indirekt dabei durch die normale Zeitabschreibung. Da ist ein Gas ein Auslaufmodell. Neue Häuser werden mit Gas sowieso nur mit Vorbehalt errichtet, beziehungsweise so, dass man sie umstellen kann auf andere Beheizungsmöglichkeiten. Also in Großstädten noch einmal kein Abschlag für Gasheizungen.